So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Ich habe auch übrigens im letzten Part angelogen. Wir haben meine Pokémon gar nicht geheilt. Wieso? Weshalb? Warum? Erfahrt ihr alles im nächsten Part oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ja, deswegen halt. Wisst ihr? Versteht ihr, was ich meine? If you know what I mean. Ein Raichu. Ein Raichu gegen Winnetou. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen einfach YOLO-Style. No risk, no fun, dass mein... Oh, es ist schneller. Es ist schneller! Ja! Wir halten's aus! Und mach's kaputt! Winnetou, du bist der Babo! Ohne Witz, Mann! Das war jetzt eine geile Aktion. Seht ihr, es war alles so einkalkuliert von mir. Also wirklich alles. Alles. Glaubt ihr mir nicht? Ist aber so. Entoron. Ja, komm, dann können wir mal Mononoke reinschicken. Wir können Mononoke reinschicken gegen dieses Entoron. Wir haben echtes gegen Elektro-Pokémon. Also Mononoke ist die einzige, die irgendwie so gegen Elektro-Pokémon was ausrechnen kann mit Dampfwalze. Und ich werde auch auf jeden Fall Dampfwalze beibehalten, weil wenn wir keine Dampfwalze mehr haben, haben wir absolut gar nichts mehr gegen Elektro-Pokémon. Also absolut gar nichts mehr und das ist ja schrecklich. Sehr, sehr schrecklich. Sehr, sehr schrecklich. Ja. Nun gut, wir haben irgendwas. Ich finde, der Hintergrund hätte netter sein können. Knogga. Ist voll Knogga, ne? Also der Hintergrund ist ganz okay, aber irgendwie so ein bisschen zu verschwommen. Vielleicht soll das auch so sein. Also ich nehme sogar an, es soll so sein. Aber trotzdem, ich weiß nicht, gefällt mir jetzt nicht so megamäßig, finde ich. Ja. Gut, ist ja auch egal. Knogga Surfer. Knogga Surfer. Und Knogga sieht echt cool aus. Knogga sieht echt cool aus. Sieht echt cool aus. Ich weiß nicht, die 3D-Modelle gefallen mir größtenteils richtig, richtig gut. Es gibt wenige Ausnahmen, die mir nicht gefallen. Spontan würde mir jetzt irgendwie sowas wie Gifloor einfallen. Da gefällt mir das 3D-Modell nicht wirklich so, weil es einfach nicht irgendwie so genau meinen Erwartungen entspricht. Es ist eher so, weiß nicht, halt anders einfach. Ich kann es noch genau erklären. Moment. Okay, ist da irgendwo links ist was. Okay, wie wär's denn mit einem Eisrätsel? Ja, ich glaube, da drin bin ich ziemlich gut. Kennt man von mir, dass ich gut darin bin. So, hier hoch irgendwie. Okay. Von hier aus haben wir mehr Möglichkeiten. Zum einen können wir hier nach links gehen. Und dann treffen wir auf diesen Wanderer. Genau das ist, was ich wollte. Auf diesen Wanderer zu treffen. Das war mein Ziel, meine Intention von Anfang an. Relikant. Okay, Relikant Steinwasser. Das Ding ist, hält es eine Flying Press aus? Ich weiß nicht, deswegen setze ich Turmkick ein. Wenn es daneben geht. Oh, zum Glück geht es nicht daneben. Puh, puh, puh. Zum Glück geht's nicht daneben. Ich weiß noch, Winnetou gefällt mir. Turmkick gefällt mir von der Animation her absolut nicht. Holzgeweih! Alter, lernt Holzgeweih. Ah, oh, Mann. Wir vergessen Samenbomben. Weil Holzgeweih macht nur 5 weniger Schaden, aber dafür bekommen wir Energie zurück. Das ist doch echt cool. Eigentlich könnte ich Synthese oder so vergessen lassen, aber ich weiß nicht. Obwohl ich die Attacke so gut wie nie einsetze, hänge ich doch so ein bisschen an ihr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ist halt so. Ich könnte natürlich jetzt Winnetou drin lassen, aber ich weiß nicht. Surfer hat eine höhere Genauigkeit hier, das Rizeros zu besiegen. Deswegen werde ich lieber Grimmie einsetzen. Aber cool! Holzgeweih ist richtig geil. Also richtig, richtig geil. Jetzt haben wir irgendwie 3 Attacken, die unser Leben wieder regenerieren. Aber Dampfwalze werde ich auf keinen Fall vergessen lassen. Falls wir irgendwann mal Erdbeben
irgendwie beibringen können, tun sein, dann werde ich auf jeden Fall irgendjemandem Erdbeben beibringen, damit wir so ein bisschen mehr gegen Elektro-Pokémon haben. Aber vorerst ist Dampfwalze auf jeden Fall unsere Nummer 1. So. Okay, ja, ist ja falsch. Aber, Moment. Wie komme ich denn? Ah, nee, nee, nee. Oh nein, ich habe mich vertan. Ich dachte, oh Mann. Ist egal, ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären, was ich dachte. Ich dachte, dass da noch ein Item wäre da unten, aber das war es nicht. Deswegen muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Es ist nicht so mega tragisch. So, hier sind wir schon. Und jetzt hier und links lang. So. Nein! Oh, zum Glück. Moment. Irgendwo da ist das Item. Da, seht ihr? Da ist das Item. Wie komme ich nur dahin? Sorry, ich will das Item haben. Auch wenn ich jetzt irgendwie 2 Jahre dafür brauche. Ich will das Item haben. So, hier hoch. Dann gehen wir mal. Ja, hier hin. Es macht nicht so einen großen Unterschied, wo ich lang gehe. Jetzt hier runter. Nein. Hier runter. Nein. Okay, das Item ist wohl woanders. Gut, dann habe ich es wieder mal versaut. Ja. Yeah. Geil. Können wir die Strecke nochmal abfahren? Ist hier was? Nee, hier ist nichts. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich bin voll doof und so. Voll doof. Erdbeerkäse, Erdbeerkäse. Aber dafür mache ich den Park ein bisschen länger. Okay. Nee. Irgendwie müssen wir das an das Item drankommen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie. Oh, ein Doppelkampf. Ein Double Penetration Kampf. Ich habe das Gefühl, wir werden in dieser Eishöhle relativ wenig weit kommen. Auch wenn ich den Part ein bisschen länger mache. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Oh, Makuhita. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache einfach etwas, was ich eigentlich nicht so gerne machen würde, aber ich muss es mehr oder weniger machen. Und zwar heile Winnetou, weil ich habe Angst, dass Makuhita irgendwie sowas wie Mogelhieb drauf hat. Und dann ist unser Winnetou ganz, ganz, ganz schnell kaputti-putti. Deswegen heilen wir es. Wir hoffen mal, dass Groink nicht direkt unser Winnetou angreift oder schon nach einem Knirscher besiegt ist, was aber nicht der Fall sein wird. Wie ihr seht, Psychoshock, nicht Winnetou. Natürlich Winnetou. Okay, nicht Winnetou. Natürlich Winnetou. Okay, okay. Es hat aber auf jeden Fall keinen Mogelhieb, das ist gut. Dann machen wir das so. Knirscher. Und fliege empor dann. Fliege empor und mach das Makuhita von der Luft aus kaputt. So, Level up, das wird unseren Angriff nochmal steigern. Und wir werden es einfach kaputtisieren. Wir werden sowas von kaputtisieren. Fliegen. Ich dachte schon, Fei versucht fliegen zu lernen. Alter, was bin ich für einer? So, mal schauen, wie viel Flammenwurf auf. Habe ich jetzt die ganze Zeit Makuhita gesagt? Ich meine natürlich Hariyama. Hariyama meine ich. Wird das überhaupt reichen? Ah, oh, zum Glück reicht das. Ich dachte schon, es reicht nicht, weil Flammenwurf so wenig abgezogen hat. Aber gut, es hat gereicht. Mufasa erreicht Level 47. Also, die Tränen sind gar nicht mal von schlechten Enden. Ihr habt auch gesagt irgendwie, ey, die Tränen sind 100-mal besser als die Top 4, bla 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 und so weiter und so fort. Sorry, Leute. Ich will irgendwo das Item haben. Ich weiß nicht, wo es genau ist. Aber ich will es haben. Ist es hier vielleicht? Nein. Hier müsste es irgendwo sein, oder? Ja, es ist da unten links, Mann. Was bin ich für ein Dödel? Und Ich suche mir hier die Pfotenwund, Mann. Oh, tut mir echt leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So, es ist da unten links, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal hier durch, hier längs, so.
Dann kommen wir da unten, irgendwie da unten hin. Ich hoffe schon. Ah, das war schon mal falsch. Okay, dann müssen wir erstmal so runter. Hier ist auch hier auf jeden Fall auch noch was. Nämlich eine Perle, eine schmucke kleine Perle. Können wir hier drauf surfen? Ja, okay. Dann sollte es kein Problem sein. Wo sind da unten Felsen? Ja, natürlich ist ein Fels hier. Aber wir schaffen es trotzdem irgendwie. So. Und da haben wir es geschafft. Sehr gut. Ein Top-Schutz, supidupi. Das Item ist dort rechts irgendwo. Mann! Ich komme da nicht dran. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Gut, dann können wir hier eigentlich wieder zurückgehen. Und gegen die hier kämpfen. Die hat Kampf-Pokémon, nehme ich an. Ich hoffe, die hat Kampf-Pokémon, weil... Ja, keine Ahnung, was weil sonst... Karadunis ist auf jeden Fall ein Kampf-Pokémon, aber ich glaube, es könnte sogar schneller sein als unser Winnetou. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte so sein. Nichtsdestotrotz, hier, komm, fliegen. Okay, wir sind schnell, das ist gut. Was ist jetzt sein Gift-Hieb? Er setzt Gift-Hieb ein, wieso auch immer. Leck mich, du kleines, dummes Karate-Pokémon. Wer soll abstauben? Grenui. Der hat auch ein Münzamulett. Und von dem her sollte das ganz klar gehen. Wasserschuriken. Just for the lulz. Jetzt überlebt es irgendwie noch. Bam. Aber, hatte er jetzt Robustheit oder wieso hat es überlebt? Hat es einfach so überlebt, nehme ich an, oder? Weil das Pokémon kann auch bei Robustheit drauf haben. Hat es aber wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Joyce. Hallo, liebe Joyce. Du hast einen Wii-Schuh. Das ist, wie ein Schuh. Ey, bin ich eigentlich... Wieso vergesse ich jedes verdammte Mal, dass Grünny vom Typ Unlicht ist? Ist egal, bleiben wir jetzt drin. Hoffen wir mal, dass Surfen möglichst viel abzieht. Ableitieb. Oh, Gottchen. Ich bin sowas von... zurückgeblieben. Das gibt's gar nicht. Ja, vom Typ normal. Hier, Monoke. Oder ey, hätte Fire reinschicken. Ja, ist jetzt egal. Holzgeweih. Mal schauen, wie die Animation aussieht. Hoffentlich sieht die wenigstens knorkel aus. Wäre ganz nett. Hat den gleichen Effekt etwa wie Ableitieb. Nur, dass sie ein bisschen stärker ist. Ja, die Animation ist ganz nett, würde ich sagen. Jetzt nicht das 9 plus Ultra, nur etwa das 8 plus Ultra. Nee, ich würde sagen... So etwa 6 plus Ultra, oder? Ja. Gut. Nochmal Holzgeweih. Wir sangen uns hier gegenseitig die Energie ab, aber wer wird zuerst zu Boden gehen? Wir oder wie Schuh? Wie? Ja, Schuh. Hahaha. Wieso? Weil Bus. Nee, weil Zug. Oder so. Weil Baum, genau so hieß es. Aber ich mag Züge. Ich weiß nicht, was ich da laber. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mich nicht hinterfragen. Beziehungsweise meine Äußerungen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier links im Wasser irgendwas sein könnte. Irgendwie, aber wahrscheinlich ist da absolut gar nichts. Ah doch, da ist was. Sehr geil. Eine Höhle. Wollen wir da aber schon runtergehen? Was hat es damit auf sich? Was hat es damit auf sich? Kann es sein, dass das unser erstes wildes Pokémon hier ist? Siberio! Das Siberien-Pokémon. Eisbär-Pokémon, das aussieht wie Santa Claus. Also es sieht überhaupt nicht aus wie Santa Claus. Aber es hat auf jeden Fall einen Eiszapfbart. Berührst du einen Felsen? Ah! Hier glaube ich, an diesem Felsen kann sich Evoli zu Glaziole entwickeln. Also wenn ihr ein Glaziole haben wollt, ist jetzt nicht mein Favorite Evoli-Entwicklung, dann kommt ihr hier hin. Was meine Favorite Evoli-Entwicklung ist, würde ich jetzt wohl gerne wissen. Und das ist einfach nicht irgendwie, weil es das Stärkste ist, weil ich glaube, es ist gar nicht das Stärkste. Also ist je nachdem, wie man die Pokémon einsetzt, sind sie halt mehr oder weniger stark. Nee, aber auf jeden Fall mein liebstes Evoli-Entwicklungs-Pokémon ist ganz klar Blitzer.
Blitzer sieht einfach geil aus. Mehr muss man dazu nicht sagen. Oh, ey, ich habe Mufasa an erster Stelle. Ich habe Mufasa an erster Stelle. Ei. Heiland, zack, noch einmal. Was ihr nicht versteht, wieso ich mich jetzt gerade aufrege, Mufasa ist vom Typ normal. Wir kämpfen hier gegen einen Karate-Kämpfer. Und kriegen nicht mal ein Two-Hit-KO hin. Kann es sein, dass Mufasa nicht mal wirklich stark ist? Ich habe mir die... Ich wähle meine Pokémon nicht nach Stats oder so aus. Sondern ich wähle meine Pokémon lediglich danach aus, wie sehr sie mir jetzt gerade in den Kragen passen und wie cool sie aussehen. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf die Stats achten, weil zum Storyverlauf habe ich es lieber, dass ich cool aussehende Pokémon habe, als dass sie jetzt irgendwie overpowered sind oder so. Wer versteht. Alter Falter, der zieht uns aber ordentlich was ab. Gut. Puh, ich glaube, ich gehe so ein bisschen Pokémon heilen. Sollte ich das tun? Ich glaube, ihr habt echt recht, die Trainer hier sind stärker als die Top 4. Wobei man muss echt sagen, ich stelle mich ziemlich oft ziemlich einfach völlig behindert an. Also, das soll jetzt keine Beleidigung irgendwie, ich will jetzt keine Behinderten irgendwie fertig machen, dass sie so schlecht wären wie ich oder so. Also nehmt das nicht in den falschen Mund. Aber ich weiß nicht manchmal, was mit mir los ist. Ich weiß ziemlich oft nicht, was mit mir los ist. Jetzt muss ich gerade... Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Das interessiert euch eh nicht. Und ich weiß gar nicht, wieso ich es euch erzähle. Aber so wie man am Fingernagel... Nicht am Fingernagel, sondern direkt neben dem Fingernagel... So sich die Haut so ein bisschen aufpult. Ich hasse das. Das muss ich dann immer so wegknabbern oder... wegreißen oder so. Und ich weiß, das ist nicht gut. Also, ich knabber nicht an meinen Fingernägeln. Nee. Das... Keine Ahnung, wieso man das macht. Das hat so einen Tick. Ich habe eher so den Tick, dass ich das Zeugs da abreiße oder wie auch immer. So halt. Komm halt eine Dampfwalze aus. Ja, locker ausgehalten. Ah, geile Sache. Gut, Schattenstoß. Ja. Und deswegen sehen meine Finger ab und zu ziemlich kacke aus, aber pff. Was soll's, jeder hat einen Tick. Manche. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Manche würgen sich gerne beim Unanieren. Das gibt's auch. So krank, wie das auch klingt. Aber solche Leute gibt's. Also wenn ihr das tut, dann finde ich euch natürlich nicht krank, weil ihr meine Zuschauer seid, sondern ihr solltet euren Tick ausleben. Aber an und für sich finde ich das doch ziemlich krank. So, da es hier, wie es aussieht, nicht weitergeht, würde ich sagen... Ich gehe Pokémon heilen. Ja. Und wir machen den Part noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger. Ein bisschen länger machen wir den Part. Weil so viel habe ich nicht erreicht. Und ich habe gesagt, ich mache den Part ein bisschen länger. Von dem her mache ich den Part. Was denkt ihr? Ein bisschen länger. Was heißt überhaupt ein bisschen länger? Wie definiert man denn lang und wie definiert man kurz? Also es kommt nicht immer auf die Länge drauf an. Sagt eure Freundin zu euch, weil sie euch nicht verletzen will. Ah, der war gut. Nee, der war gar nicht gut. Der war scheiße. Aber, nee, es kommt gar nicht auf die Länge des Parts an, sondern die Qualität. Und meine Qualität ist doch wirklich überragend. Meine Qualität ist die beste. Die beste, die es jenseits des Jordans gibt. Ah, meine Nase juckt. Ah. So, ich habe meine Nase gekratzt. Damit sind wir, glaube ich, alle zufrieden jetzt und können weiter voranschreiten. Womit ich aber nicht zufrieden bin, ist, dass es eigentlich schon Zeit wäre, den einen Pokémon-Part für heute hochzuladen, aber er ist noch nicht fertig gerendert, weil er rendert hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich sag's euch einfach mal so. Habe ich überhaupt schon gesagt, dass heute nicht nur die alle Mega-Entwicklungen kommen, sondern noch ein Special-Mega-Part? Habe ich das gesagt? Wenn nicht, dann sage ich das jetzt. Um 8 Uhr
Bam, bam, bam. 8 Uhr. Bam, bam, bam. Kommt noch ein mega special Ultra Part. Der wird eine knappe Stunde lang. Ist nicht zu poken, falls ihr das denkt. Moment, komm ich da irgendwie hoch mit? Nee, ja. Ich komme ja nicht mit dem Fahrrad. Ich kann Fahrräder nicht benutzen. Und jetzt ist der Bildschirm schon angegangen. Jetzt wilde Pokémon. Okay. Ich dachte eine Zeit lang, hier gibt es nicht mal wilde Pokémon, weil halt wirklich nie eins mir über den Weg gelaufen ist. Aber es gibt auch welche, die Level 20 sind. Hey, fabulös. Fabulös, meine Freunde. Das ist wirklich fabulös, das Ganze. So, rutschen wir hier entlang und rutschen hier hoch und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir hier den Weg. Da der andere... Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ich habe irgendwo einen Weg übersehen. Moment. Gehen wir nochmal das ganze Zeugs ab. Hier. Kann ich hier irgendwo ab? Da oben hin. Muss ich da oben hin? Ne, da oben war ich, oder? Also links ist nichts. Links ist auf jeden Fall nichts. Muss ich da oben hin? Nehmen, hier oben ist nichts. Sonst da, hier unten, direkt südlich ist auch nichts. Ich muss hier lang, also. Okay, ich muss hier lang. Und hier habe ich irgendwo was übersehen. Ich stelle mich echt blöd an, ich weiß. Wieso gibt es hier Alpollo, Mann? Ich mag es nicht, dass es hier Alpollo gibt. Keine Ahnung, wieso ich es nicht mag. Aber ich weiß nicht, ich finde es nicht so mega passend, in einer Eishöhle in Alpollo zu haben. Hier habe ich irgendwo was übersehen. Hier kann man surfen. Da habe ich doch schon da unten diesen Eisklumpen da gesehen. Ja. Aber es muss noch irgendwas geben. Es muss, glaube ich, hier weiter nach Süden gehen. Ich glaube, das wäre sogar logisch, dass es hier weiter südlich geht. Aber so sicher bin ich mir da gar nicht. Aber irgendwo muss es hier weitergehen. Ich verstehe noch nicht ganz wo. Wir werden das gemeinsam herausfinden, Leute. Ich glaube, hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Dass man hier irgendwo dann noch weiterkommt. Wir werden es ja bald sehen, wenn wir da sind. Und sonst bin ich ein bisschen ratlos. Es ist unglaublich, dass man sich in Pokémon verirrt, beziehungsweise nicht weiterkommt. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Müsst ihr wissen. Und ich habe es möglich gemacht. Ah, ich habe es wahrscheinlich. Nämlich... Hier geht's einfach nach unten. Hier geht's verdammt nochmal einfach nach unten. Ist zu fassen? Ich wollte eigentlich schauen, was hier noch ist. Weil ich dachte, hier geht's weiter, weil das so verdächtig aussah. Aber hier gibt's bestimmt wenigstens irgendwie ein Item oder so. Ja, seht ihr. Ewiges Eis, ja, komm, haben wir's halt. Boah, wie konnte ich das beim ersten Mal nicht sehen? Wie verpeilt bin ich eigentlich? Schon ziemlich, oder? Ja. Kommt eigentlich ganz gut hin, dass ich ziemlich verpeilt bin. So, jetzt hier hin, damit wir die ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen. Und schon haben wir es geschafft. Seht ihr, so schwer ist das doch gar nicht. Was hast du denn... Heißt unser Pokémon? Was hat sie gesagt? Wieso lese ich nie, was die sagen? Manchmal sagen sie vielleicht was Interessantes. Mal schauen. In der Folge sollte man ab und zu Lager aufschlagen und so raus. Ich glaube, die heilt uns... Nein! Nein! Da! Oh, Leute! Oh, komm, ich gehe offscreen dahin und wir sehen uns im nächsten Part wieder dahin. Oh, das... Hab sie jetzt unsere Pokémon geheilt, oder? Oh, es läuft einfach alles schief. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.